Wie lange bist du da? Bis Advanced Ticket. Du? Ist mir so lang. Ich gehe dann Call of Duty, habe ich rausgemacht mit irgendwo um 11. So, das gehört mir gar nicht. Oh, was denn? Okay, ich dachte, das gehört mir nicht. Spawn, Feinden anbauen. Aber einen Kurs hat er mir legen lassen. Aber dann ist alles klar. Bevor du off bist, werde ich mir dann noch geschwind das Getreide holen. Ah ja, stimmt, ja. Und dann kannst du mir die Rechte wieder wegnehmen. Jo. So, das heißt, straight zu deinen Silos rüber. Da brenne ich Kosten und der wartet und wartet. Servus. Tag. Aber wo fühlst du dich hin? Ich hole welche. Achso, das ist von dem Feld neben mir da, beim Hof. Nein, das war jetzt von 104, glaube ich. Du hast einen Gaswind? Ich mache ja Meisterlasch. Ach so. Okay, das schaut so ähnlich aus. Ja, das schaut genauso aus. Auch umwickelt. Nur ist es halt das Mais und nicht das Gras. Ja, bin schon bei 130 Ballen. Ein paar Felder haben wir noch.
Na, ich hoffe, dass ich dann zu, in Zartis wieder zu meinen Sachen komme. Oder? Ja, der Hammer sitzt immer noch oben. Noch immer? Ja. Ich konnte nicht einmal das Auto entfernen, also demontieren. Aber lustig. Ich hab wirklich. Eigentlich immer bei mir, dass irgendwas ist. Da ich sag, kein Bock mehr. Such deinen anderen Körper. Habe ich eh, nur der eine Körper will nicht raus. Na, was ich oft hatte in Sardis, war immer, dass ich stecken geblieben bin irgendwo. An der Wand oder so. Die Züge glitschen nach wie vor. Echt? Bei mir? Also wie ich habe eine ganze Zugfahrt gemacht, ohne Probleme. Und mit zwei Signalen habe ich ein Problem. Es bleiben zwei Züge beim roten Signal stehen, obwohl einer eigentlich grün haben sollte. Vielleicht gerade noch ein Signal dazwischen hin. Weiß ich nicht, jetzt so. Mhm. Nee. Es kommt immer auf die Situation an. Weil sie kommen von zwei Gleisen auf eines zusammen quasi. Dann brauchst du vielleicht so ein Blocksignal, also nicht so ein Block, das ist ein anderes Signal. So, was hast du denn da für mich schönes Weizen, nehme ich an? Ja. Und ich glaube, war das hier so? Weiß gar nicht, warum. Hier ist er, genau. Also ja. Nicht hier ist er. Den Raps verkaufst du so, nehme ich an. Wahrscheinlich, ja. Oder ich verfüttere dann die Schweine irgendwo noch. Bevor ich umbaue. Aber mal schauen. Das heißt, du meinst wegen Sardis, das könnte sein, dass beim
Atomstrom auch irgendwas jetzt schief gelaufen ist. Möglich. Wie gesagt, ich habe mir die ganzen Patch-Notes nicht durchgelesen, was neu ist und was sich verändert hat, alles. Also ist ja beim einen Mal ist uns ja, was war das, Wasserkraft eingegangen, weil ja dann Wasserkraft mit irgendwas anderes gefüllt werden musste. Haben wir das Ganze umbauen müssen dann. Okay. Will ich halt auch bei der Kohle, weißt du, weil wenn die Kohle keinen Strom mehr liefert. Vielleicht gibt es auch diese Kohle-Dings gar nicht mehr. Vielleicht haben sie irgendein Biom umgebaut, weißt du, es kann so viele Möglichkeiten geben. Vielleicht gibt es gar keine Kohlefelder mehr, wo wir die Kohle haben. Na, Kohle kommt noch. Ah, okay. Gut, ohne Kohle keine Stahlbetonträger. Ja gut, wir haben ja Kohle bei uns und wir haben ja nur Kohle nur für die Kohlekraftwerke. Die Kohle kommt also ja nicht, die kommt ja irgendwas im Dschungel, die Kohle. Für also du meinst, dass sie dieses eine Biom geändert haben, ja. Mhm. Wenn sie ein ganzes Biom ändern, was ist denn dann? Stimmt, dann kann es natürlich sein, dass nichts kommt. So. Lass ich dich einmal da stehen. Mit dir fahre ich dann mal weiter. Da muss ich dazwischen einmal danken. Aber ich bin drauf gekommen mit diesen, was ist mit dieser Vorrichtung, also, wo, wenn ich die Ballen mache, wo sich der schwer tut, wegen dem hinteren Teil, wegen der Ballenmaschine. Ich kann die Ballenmaschine ausschalten, er füllt trotzdem weiter und kurz bevor er bei 100% ist, schalte ich kurz ein. Achso, das geht natürlich auch. Dann fängt er den Ballenvorgang an. Naja, dann arbeitet er und dann, wenn der Ball wieder draußen ist, kannst du wieder weiter. Genau. Lass mal hier mal stehen. So, dankeschön, hab's eingefüllt.